Der Sicht auf dem Bildschirm ist sehr gut. Der Sound ist gut. Das Gefühl beim Schalten und auf der Bremse ist eigentlich sehr gut. Das, was für mich etwas unrealistisch ist noch zur Zeit, ist das Gefühl beim am Gas gehen, wie viel Traktion man da hat. Da kommt eigentlich kein gutes Feedback noch. Aber das liegt wahrscheinlich an mich, wie man so ein Ding zu fahren hat. Also Übung macht den Meister und in dem Sinne, es macht richtig Spaß, sowas zu machen. Und ja, wenn man einmal sitzt, dann bleibt man da, glaube ich, auch sitzen. Ja, ich glaube, das ist eine Veränderung. Ich habe früher nur mit zwei kleinen Sportwagen gespielt, ja, oder mit dem Fußball. Und heutzutage, die Millennials spielen gerne rum. Ich sehe das auch mit meinen Kindern, die sind schon für mich nicht mehr schlagbar. Ich glaube schon, wenn man sieht, international, wie hoch das Level im Simracing E-Sports mittlerweile ist, wo auch Profifahrer und so weiter alle mitmachen, glaube ich schon, auch wenn man das Feedback anhört von den Leuten, dass es eine gute Alternative wäre, die sicherlich auch viel kostengünstiger ist. Und man hat auch gesehen, zum Beispiel bei Nissan und Sony, über diese Challenge, dass da über den Simracing sehr gute Profifahrer dabei rausgekommen sind. Also in dem Sinne wäre das, glaube ich, ein sehr gutes Plattform dafür.